Ja, hier wollte ich mal zeigen, dass es mehrere Plateaus gibt, auf denen diverse Pyramiden angeordnet sind. Und ja, wenn ich mir das so angucke, ich jetzt keine wirkliche Gemeinsamkeit finde, also von der Anordnung der Pyramiden. Das ist alles irgendwie doch recht unterschiedlich zueinander angeordnet. Ja, passt jetzt vom Maßstab her auch nicht so alles zusammen, aber es ging mir ja nur darum zu zeigen, jetzt mal, wo man so Übereinstimmungen sieht, wie sowas wie das hier wahrscheinlich ein Taltempel von dieser Pyramide hier ist, weil hier es so sie aussieht, als wenn hier auch so ein Weg lang läuft. Genauso hier von der Pyramide, hier war wahrscheinlich ein Vortempel, geht eine Verbindung zu dem Taltempel. Also das Grundprinzip ist schon ähnlich. Auch hier könnte man sich vorstellen, dass hier Wände drunter sind, die halt damals, als das ist auch von der Lepsius-Expedition hier gezeichnet, die sich nur so unterm Sand abgezeichnet haben, noch nicht freigelegt waren. Ja, hier der große, die Stufenpyramide mit diesem riesen Areal drumherum und halt hier noch eine Pyramide, hier unten noch eine Pyramide. Ja, fand ich nur interessant halt, dass man ja so Pyramiden oft halt in so Plateaus gebündelt zusammenfindet. Auch hier von der Knickpyramide der Weg zu dem entsprechenden Taltempel. Auch hier sieht es genauso aus. Alle Pyramiden, denke ich, sind östlich, Quatsch, sorry, westlich vom Nil angelegt worden. Also hier fängt dann immer der Grünstreifen vom Nil an und hier wäre der Nil und entsprechend halt. Hier ist alles nach Norden jetzt zueinander ausgerichtet, damit man das gut vergleichen kann. So, im Gizeh-Plateau haben wir hier ein Bild, das irgendwie schon über 100 Jahre alt ist. Bin mir gar nicht ganz sicher, von wann das ist. Wir sehen halt, dass die Tempel noch nicht so große Schatten werfen und demzufolge halt auch noch nicht so viel vom Sand befreit wurde. Und ja, verschafft, man kann einen schönen Eindruck davon bekommen, wie das so da mal ausgesehen hat. Ja, jetzt so ein paar Kuriosa. Ja, das Gewicht, ne, wir sehen es, es wird also von 4,7 bis 6,5 Millionen Tonnen geschätzt, nur für die eine große Pyramide. Und das Volumen 123.426 Kubikmeter. Ich weiß nicht, wie genau das ist, aber runde ich die 6 auf, komme ich da auf eine Zahl, wo 1, 2, 3, 4 steht. Und das mit einer Meterangabe. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Zufall ist und die damit, also das metrische System nicht gekannt haben wollten, sollten? Das wage ich doch mal schwer in Frage zu stellen. Dann, wovon halt immer wenig gesprochen wird, dass halt diese enorm große Fläche geebnet wurde. Es wurde Kalkstein draufgepackt, es wurde Granitstein draufgepackt, wobei auch da unterschiedliche Angaben existieren. Es gibt auch Leute, die sprechen von zwei Lagen Kalkstein statt einer Lage Granit. Ja, 4 bis 6 Millionen Tonnen Gewicht, die da bewegt wurden. Also das sind da halbe Gebirgszüge, die da anscheinend abgebaut werden mussten, um das alles zu bewerkstelligen. Naja, und dann noch die 4.000 bis 5.000 Tonnen Granit für die Innenauskleidung. Wir wissen ja nicht mal, ob das alle Innenauskleidung sind oder ob da nicht noch diverse andere Hohlräume sind, wo wir da bestimmt noch auf weitere 1.000 Tonnen kommen würden. Ja, es ist unglaublich faszinierend, was für eine Menge dort bewegt wurde. Ja, hier wurde gesagt, dass die 4.000 bis 5.000 Tonnen Granit für die Innenauskleidung aus Assuan gekommen sind und über den Nil transportiert wurden. Erich von Däniken hat dazu mal gesagt, dass es früher drei Katarakte am Nil gab, also sprich Stromschnellen, wo man die Steine hätte von den Schiffen abladen müssen, ein Stück über Land und dann wieder auf ein anderes Schiff aufladen, weil die Schiffe halt durch diese Katarakte nicht gekommen sind. Das, ja, wenn man sich das noch zusätzlich überlegt, wird das nur noch unrealistischer, was da die Ägyptologen postulieren, über den Seeweg die Steine an die Baustelle transportiert zu bekommen. Dazu ist noch zu sagen, dass die, obwohl die ja anscheinend ganze Gebirgszüge abgebaut haben, keine Dinosaurier irgendwo gefunden haben oder beziehungsweise Dinosaurierfossilien. Jedenfalls sind sie nicht auf die Idee gekommen, irgendwas davon darzustellen. Und soweit ich weiß, gibt es sowas auch in keiner anderen alten Hochkultur, das doch eigentlich seltsam ist, weil die alle ja sehr viel gebaut haben.
Und ja, vielleicht auch mit den Dinosauriern da ein bisschen was faul ist. Dazu kann ich euch auch nur empfehlen, mal eine Dokumentation von auch dem Kanal Die Zuversicht anzugucken. Dinosaurier gab es nie, heißt das, glaube ich. Es ist sehr, sehr spannend, sehr interessant, dass auch hier ja, durchaus Fragezeichen sind und man sich das Ganze mal sich kritisch angucken kann. Die ganze Dinosauriergeschichte ist ja, gerade in der Entstehung doch irgendwie kurios und ja, ist halt seltsam. Hier sehen wir mal so einen Kalksteinblock. Ich glaube, es ist Kalkstein, bin mir nicht hundertprozentig sicher. 5 mal 5 mal 12 mal 2 Meter. Das ist halt sozusagen hier ein so ein Block, mit dem, leider sieht man ihn halt nicht ganz, mit dem die verschiedenen Ebenen auf dem Plateau erzeugt wurden. Wir sehen ja, dass das Ding nach rechts leicht schräg abfällt. Und ich schätze mal, das wird rechts 1,50 Meter hoch sein und links ist es dann irgendwie 2,20. Man kann es nicht genau sagen, weil der Sand ja unten ist, aber diese Steine, die sind, zählen zu den größten Steinen, die da halt verbaut wurden. Das wurde halt gleich am Anfang, höchstwahrscheinlich denke ich, am Anfang gemacht, bevor die Pyramiden errichtet wurden. Bei dem Steinblock kann ich mir noch ganz gut vorstellen, dass das gegossen wurde, weil das sind halt die größten Steine, die damit verbaut wurden. Und das zu transportieren ist natürlich schon heftig. Und so wie ich es verstanden habe, sind die auch von unten dem Boden angepasst. Also hier halte ich das für durchaus plausibel und möglich, dass diese Fundamentplatten gegossen wurden. Jetzt sehen wir das halt nochmal ein bisschen später, wo halt schon die Straßen asphaltiert sind, ja, die Schatten werfen, die Tempel, die Gebäude an sich werfen etwas tieferen Schatten, sodass man sehen kann, dass der einiger Sand befreit wurde. Ja, hier ist noch erwähnenswert, hier gibt es ein Museum, da haben die einen Raum um ein zusammengebautes Schiff installiert. Dieses Schiff war in einer Kammer, so ähnlich wie man das hier sehen kann, unterirdisch verschlossen und in Einzelteilen zerlegt, musste also erst zusammengesetzt werden. Und ja, dann haben wir hier die drei Pyramiden, den Rest von dem Tempel der Cheops-Pyramide, der hier auch bizarrerweise so total nah an diese Pyramide hier heranragt. Ist auch unklar, was da wann wo wie hinzugefügt wurde. Dann haben wir hier die Sphinx. Wir haben den Tempel der Sphinx, den Taltempel der Chephren-Pyramide, den Tempel der Chephren, den Pyramidentempel der Chephren-Pyramide. Hier ist der Pyramidentempel der Mykerinus-Pyramide. Wo hier der Taltempel der Mykerinus-Pyramide ist, ist mir nicht ganz klar. Das hier ist ja, wird als Grab von irgendeiner Dame bezeichnet. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wie die heißt. Ja. Und hier war früher auch mal eine kleine Pyramide. Von der ist noch weniger erhalten als von der hier unten. So, der Eingang von diesem Osiris-Schacht ist entweder hier, der läuft unter diesem Weg lang, der hier von der Sphinx zum Taltempel der Chephren-Pyramide führt, beziehungsweise zum Pyramidentempel der Chephren, der ist hier noch gerade so im Anschnitt zu sehen. Unter diesem Weg gibt es nochmal eine Querverbindung, das ist glaube ich diese hier. Es könnte auch von hier nach hier sein, ganz sicher bin ich mir da nicht. Und da ist dann dieser Einstieg direkt unter dem Weg, der hier senkrecht nach unten führt. So, hier auf YouTube guckt euch mal oder gebt einfach mal ein: The first time exploring the astonishing Osiris Shaft on the Giza Plateau von Brian Furster. Das ist mit ja, einer Videokamera gefilmt, wie die da runtergehen. Daraus habe ich jetzt ein paar Screenshots gezogen und es ist wirklich sehr spannend, sehr interessant. Und man sieht hier ist einer dieser Sarkophage. Hier insgesamt sind noch zwei Sarkophage in diesen Nischen vorhanden. Aus schwarzem Material. Ich weiß nicht, ob schwarzer Granit ist. Unten sehen wir dann halt ja, diese Einbuchtung für den Sarkophag, der hier unten liegt. Die Säulen, die vier, sind nicht mehr da. Aber was sehr interessant ist, 1934, 35 fand ein gewisser Selim Hassan diesen Schacht und hielt in seinem Grabungsbericht fest, dass alle sieben Nischen auf der zweiten Ebene einen Sarkophag enthielten. Tja,
Bei der offiziellen Erforschung des Schachtes 1996, finde ich auch interessant, 1996, das ist also schon ziemlich lange erforscht, ich habe davon bis vor kurzem noch nie was gehört, standen nur noch zwei riesige Sarkophage in diesen Nischen. Ja, und die zwei sind jetzt auch immer noch da. Also wie gesagt, einer hier, einer da. Und wo sind die anderen fünf? Tja, sowas passiert halt in Ägypten, ist da an der Tagesordnung. Das ist schon sehr, sehr traurig, wie viel dort vertuscht wird. Was ich noch interessant finde, ist diese Aussparung hier, wenn man hier senkrecht runtergeht, dass es hier unten, also auf ja, so einem Drittel der Höhe, so auch so Auswaschungsspuren gibt. Also jedenfalls sieht es für mich aus wie so Auswaschungsspuren. Ja, und dann guck mal, wie dünn dieser Schacht ist, der halt hier nach unten führt. Das ist hier ganz gut, ne? Der Schacht ist so breit, dass hier zwei Leitern rein oder zwei Leitern nebeneinander passen würden. Da waren, glaube ich, auch mal zwei Leitern drin. Und der Schacht, der hier ganz nach unten führt, der ist halt so schmal, dass nur noch eine Leiter durchführt, durchpasst. Unten gibt es absolut klares Wasser, sieht total rein aus. Für mich deutet es ein bisschen darauf hin, dass das Grundwasser früher niedriger war und die Kammer halt so gebaut haben, dass die halt nicht im Grundwasser war. Und was halt total kurios ist, mal wieder, wir haben also diese Granit- oder ja, fetten Steinbehälter hier, hier sieht man auch mal einen, die halt fast, also ganz knapp nur durch diesen Schaft hier durchpassen. Und die da durchzubewegen, ist schon ein Kuriosum an sich. Oder man hat die halt da unten gegossen. Das ist natürlich immer noch eine Möglichkeit, denke ich, dass man das aus Geopolymer, also diesem künstlichen Stein, gemacht hat. Ja, aber so oder so ist das schon alles ja, sehr, sehr, sehr skurril, dieser Osiris-Schacht. Ja, wir sehen also, wir haben mal so ein Prinzip von einer Pyramide mit, also wir haben hier eine Pyramide, einen Tempel davor und einen Gang, was hier als Rampe bezeichnet wird, zu einem Taltempel. Hier habe ich nochmal eine schöne Illustration wieder von diesem Jean-Claude Gauvin dazu gepackt. Ich habe hier noch die Mykerinos-Pyramide komplett rot gefärbt und ein Viertel der Chefin-Pyramide unten rot. So wird es halt postuliert, dass es so mal ausgesehen haben soll. Und den blauen Vortempel der Mykerinos-Pyramide zusammen auch den roten Taltempel der Chefin-Pyramide, weil hier weiß man halt, dass der eine rote Verkleidung hatte. Wie das beim Sphinx-Tempel aussah, weiß ich nicht. Und was ich hier noch interessant finde, es gibt diverse Illustrationen und Rekonstruktionen, die halt diese Hafenanlage hier vor der Tempelanlage zeigen. Und dazu habe ich mal von dem Gizavermächtnis.ch, guckt euch das mal an, das ist auch eine sehr interessante Seite, einen Text gelesen und auch diese Illustration hier genommen, wo die Bohrungen gemacht haben. Hier Bohrung, Bewässerungsministerium, September 1980. Und die haben halt festgestellt, dass es hier steil abfällt und dann hier in 16 Meter Tiefe, so 15 bis 20 Meter wäre jetzt ein bisschen mehr, als was er hier gezeigt hat. Also das ist recht nah dran. Ich schätze mal 15 bis 20 Meter, das würde dann erst hier anfangen, an der Stelle so. Dass es dann halt steil abfällt und unten 16 Meter tief unbekannte Größe roter Granit zu finden ist. Also wahrscheinlich ist es dann die Bodenplatte von der Hafenanlage. Und das wäre natürlich auch wieder ein Komplexitätsbaugrad, der enorm ist, wo man, also wenn die 16 Meter tiefe künstliche Becken mit Granitböden angelegt haben früher, na dann, das spricht alles immer noch, also je mehr man da findet, desto mehr spricht es für eine Ultra-Hochzivilisation, die Dinge gemacht haben, wo, ja, was halt hier noch so, nur hier ansatzweise gezeigt wird, selbst auf so einen guten Illustrationen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich glaube, dass das alles verschalt war, also dass man hier gar keinen Boden gesehen hat früher. Also das halte ich durchaus für denkbar, dass es hier wirklich alles komplett wie heute eine moderne Stadt, da sieht man ja auch keinen natürlichen Boden mehr, dass es früher hier auch alles verkleidet war. Ja, auf jeden Fall eine der schönsten Illustrationen zum Gizeh-Plateau, wie ich finde, um auch klarzumachen, ja, wie das mal ausgesehen haben könnte, zumindest so in die grobe Richtung.
Ja, und wenn man jetzt wieder bei der Ägyptologie ist, dann hat ja Mykerinus die kleine Pyramide hier gebaut. Und ja, der war natürlich irgendwie so drauf, dass er gesagt hat, ich bin da total minderwertig und meine beiden Vorgänger bauen halt hier die fetten Teile hin und mir reicht dann irgendwie so ein kleines Ding. Also welcher Herrscher in der Geschichte hätte denn sowas gemacht? Das erscheint mir doch sehr an den Haaren herbeigezogen, sich das vorzustellen. Axel Klitzke meint, dass das ganze Plateau an sich, alles, was da zu sehen ist, irgendwie mit einem Mal oder von einer Hand geplant wurde und dass die Maße und Ableitungen, die man aus diesen Zahlen, die sich daraus ergeben, treffen kann, erkennen lassen, dass das ganze Plateau an sich geplant war, so wie man es jetzt hier sieht mit den drei Pyramiden, den Tempeln und allem, was dazu gehört. Ja, und wir sehen schon, das Gizeh-Plateau ist auf verschiedenen Höhen angelegt. Ne? Also wir haben hier wie so Terrassen etwas größere. Und so kommt auch der Eindruck zustande, dass die mittlere Pyramide, die Chefrin-Pyramide, größer ist als die Cheops-Pyramide. Die steht ein bisschen niedriger und von der Perspektive wirkt es dann immer so, als wenn das die große Pyramide wäre. Aber die Cheops-Pyramide hier, das ist die große Pyramide. Jetzt habe ich das Ganze nochmal so ein bisschen koloriert, Hintergrundfarbe grün, weil ich denke, dass das damals nicht in die Wüste gebaut wurde, sondern dass das fruchtbares Land war drumherum. Ich habe die Mykerinus-Pyramide hier oben, ne, hier, rötlich eingefärbt, weil die komplett mit rotem Granit verkleidet war. Und das untere Viertel war mit rauem Granitstein verkleidet, wohingegen die oberen drei Viertel glatt waren. Der Taltempel war blau verkleidet, das lag an blauem Granit, was benutzt wurde, das zeige ich euch später noch. Und dann haben wir die Chefrin-Pyramide, die war zu einem Viertel mit rotem Granit verkleidet und zu drei Vierteln mit weißem Kalkstein. Und die Cheops-Pyramide komplett mit weißem Kalkstein glatt verkleidet. Also das war so perfekt gearbeitet, dass diejenigen, die den ersten Eingang da reingehämmert haben, nicht mal die Fugen gesehen haben davon. Das war perfekt, sah aus wie eine große Fläche. Man konnte wahrscheinlich die einzelnen Steine noch so erkennen, aber ja, das war ein Meisterwerk. Ist es ja immer noch. Ja, wir sehen also im Gizeh-Plateau solche Schächte hier. Hier ist mal einer, der dann halt noch von so einem Querschacht durchzogen ist. Hier ist so ein Eingang von so einem Schacht, damit man da nicht reinfällt. Gibt es also an einigen Stellen. Hier ist mal, ja, sieht für mich auch aus wie ein Eingang, führt auf die Pyramide zu. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das ganze Gizeh-Plateau mit Tunneln unterzogen ist und dass es bestimmt auch Verbindungen von der Sphinx zum über den Osiris-Tempel oder Osiris-Schacht bis hin zur Cheops-Pyramide oder zur Chefrin-Pyramide gibt. Und ja, davon wird halt total wenig bis gar nichts veröffentlicht. Also ich kenne keinen Plan der unterirdischen Gangsysteme im Gizeh-Plateau. Hier auf dem Plateau sehen wir, wie man hier so einen Fels hat, den man dann auch wieder genutzt hat, um halt ein Gebäude drumherum zu bauen. In einer sehr akkuraten, perfekten Form. Hier sehen wir das von ein bisschen näher. Also das, was hier links im Anschnitt ist, kommt jetzt hier unten. Und auch hier sehen wir wieder, wie hier fast also ich stelle mir vor, so wie das hier läuft, als wäre hier die Flutwelle reingebrandet und hätte den unteren Teil abgerissen und diese Steine sind halt noch stehen oder liegen geblieben. Die waren stabil genug, dem zu widerstehen. Und warum die Steine oben alle fehlen, denke ich mir, kann eigentlich auch nur davon kommen, dass die alle abgebaut wurden. Also hier, dieses ganze Gizeh-Plateau würde ich fast annehmen, komplett, da war nicht irgendwo Sand zu sehen, das war komplett verkleidet alles. Also da, ja, und wir sehen auch hier, wie hier Eingänge sind, ja, alles unterirdische Systeme, von denen nicht viel an die Öffentlichkeit gedrungen ist. So, hier sehen wir auch wieder so schöne Granitverkleidungsblöcke, und hier geht es halt, wie ihr sehen könnt, irgendwie mehrere Meter hoch in diesen kleinen Berg rein. Merkt euch mal, wie das hier aussieht. Diese Position ist jetzt hier, da. Das ist der Bereich, in dem das Foto gerade gemacht wurde.
Und das ist, wird als Grab von irgendeiner Frau, eines Pharao, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, tituliert. Und ja, hier sieht man ja, wie, also hier ist noch eine Menge in den Felsen gehauen worden. Die Blöcke, die wir unten sehen, das sind die Abdeckblöcke für die Schiffsgrube. Also die haben da nicht einfach quer ein paar Balken, Steine hingelegt, sondern so eine senkrechten Teile da, die alle auch tonnenschwer sind, da drüber gepackt, damit es also wirklich sicher ist. Und die Grube ist dann irgendwie 5 Meter tief oder sowas und wurde halt mit diesen Steinen oben abgedeckt. Ja, hier sehen wir auch nochmal meiner Meinung nach eine Möglichkeit, also dass hier Wasser im Spiel war. Weil ab dem Zollstock in etwa abwärts sieht es alles doch irgendwie ein bisschen anders erodiert aus als hier oben noch der Bereich. Das ist so eine Verschalung einer Nebenpyramide. Ich glaube, es ist eine der drei Nebenpyramiden der Cheops-Pyramide. Hier sehen wir noch eine Pyramide, so nur ganz rudimentär. Und hier, wie es so schräg nach unten geht. Ne? Also das hier war der Eingang. Also hier ging es früher rein, an der Stelle hier. Und ja, hier sind noch ein paar Verkleidungsblöcke übrig geblieben. Ja, ich nehme eigentlich an, dass die Pyramide auch mal ein bisschen erhaltener war und komplett abgetragen wurde. Und dieses Ding hier ist mir ein völliges Rätsel. Ich weiß nicht, wozu man so ein Teil herstellt. Also sie hatten ja anscheinend kein Problem, große Gewichte zu heben. Das heißt, Gewichtsersparnis ist wahrscheinlich kein Argument. Und ja, warum bearbeite ich einen Block so, dass der hier innen so einen Hohlraum hat? Also hier oben kommt der nächste Block drauf, wo die Schräge hier weitergeht. Ja, vielleicht auch ein Indiz dafür, dass es doch viel mehr Hohlräume gibt in solchen Pyramiden, als wir annehmen. Ja, hier nochmal Istvan Sörös, der halt die These vertritt, dass beim Bau der Pyramiden Schiffe als Bewegungsinstrument für die großen Quader benutzt wurden. Und der dann auch sagt, dass von der Sphinx aus ein Seil, das sieht man hier, rüber geht, an dem dann sozusagen hier eine künstliche Insel und dann halt weiter rüber auf die andere Seite zum Nil ein Seil gespannt wurde, an dem dann die Schiffe sozusagen sich langgehangelt haben, wie man es hier oben sieht, und die Steine da halt rein transportiert haben. Was ich an der Denke ein bisschen schwierig finde, ist, wenn ich mir das hier so angucke, also A muss es ein Riesenaufwand gewesen sein, um erstmal diese Mauern hier hinzubauen, die dann das Wasser da rein, also das, wo das Wasser dann drin bleibt, um dann die weiteren Steine zu transportieren. Das heißt, man muss also auch schon ohne ein Wasserbecken gehabt zu haben, erstmal tonnenschwere Steine positioniert haben können. Und wenn man das ohne Wasser kann, warum muss ich dann so einen Aufwand treiben, um es dann mit Wasser zu machen? Ja, ich denke, das Wasser hier ist ja deutlich höher, der Wasserspiegel, als er heutzutage ist. Das heißt also, ich finde das ein bisschen schwierig mir vorzustellen, dass damals der Grundwasserspiegel höher gewesen sein soll als heute, weil es gibt Kammern und Gänge, die unterirdisch ins heutige Grundwasser führen. Und ich glaube, dass es halt damals der Grundwasserspiegel niedriger war, weil die damals nicht in das Grundwasser irgendwas reingebaut haben. Und demzufolge wäre das hier nicht möglich. Außerdem müsste man beim Gizeh-Plateau, glaube ich, erst die ganzen Fundamentplatten verlegen, bevor man die Pyramiden bauen kann. Und die Fundamentplatten sind mit die schwersten Steine, die dort gefunden wurden. Ich glaube, das geht bis hoch zu 400 Tonnen pro einem Stein, der da verlegt wurde. Und ja, da möchte ich halt auch mal ein Schiff sehen, das 400 Tonnen Stein so, wie man das hier sieht, trägt. Ich bin der Meinung, das macht dann gluck, gluck, gluck und das Boot ist ganz schnell auf dem Grund des Nils. Ja, ist auf jeden Fall aber ein Gedankenmodell, wollte ich nicht vorenthalten. Danke nochmal an Zainab, die mir das hier geschickt hat. Und ja, vielleicht wurde es ja auch so gemacht und ich habe irgendeinen Denkfehler drin. Hier eine schöne These von Hans Jelitow. Er hat die Position und die Zuordnung der Pyramiden nicht auf diesen Oriongürtel zu sehen sei, aber da ist eine relativ große Abweichung, die er da festgestellt hat. Und er hat jetzt einfach mal die Seitenlänge der Cheops-Pyramide geteilt durch eine Lichtsekunde, ergibt dasselbe Verhältnis wie das Volumen der Erde zum Volumen der Sonne. Das Volumen von der Cheops-Pyramide zum Volumen der Chephren-Pyramide ist dasselbe Verhältnis wie das Volumen der Erde zum Volumen der Venus.
Die Seitenlänge der Cheops-Pyramide zur Seitenlänge der Mykerinos-Pyramide ist dasselbe Verhältnis wie die Apel-Distanz von Erde zur Apel-Distanz von Merkur. Apel ist der Punkt, an dem der Planet, wenn er um die Sonne kreist, also die kreisen ja nicht, sondern sind ja auf elliptischen Bahnen, und da gibt es immer einen Punkt, der am nächsten dran ist und einen Punkt, der am weitesten weg ist. Und ich glaube, der am weitesten weg ist, ist der Apel, und der am nächsten dran ist an dieser elliptoiden Bahn, ist der Perihel. Ja, und ihr seht, es ist eine sehr geringe Abweichung. Und ja, er hat das dann halt mal so zugeordnet. Finde ich sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Guckt euch die beiden Vorträge von Hans Jelitow, Pyramiden und Planeten an, Teil 1 und 2. Das finde ich sehr interessant. Hier kamen noch die Kommentare, dass das Volumen der Sonne gar nicht genau zu bestimmen sei. Und ja, auf einer flachen Erde die Sonne eh viel kleiner ist als das, was hier angegeben wird. Was ich hieran interessant finde, ist die geringe Fehlertoleranz bzw. die hohe Genauigkeit, die damit ermittelt wurde mit den Zahlen, die er zugrunde legt. Vielleicht ist es ja auch so gewesen, dass das Volumen der Sonne durch das Gizeh-Plateau von den Freimaurern ermittelt wurde. Also dass wenn das Volumen der Sonne fiktiv ist, diese fiktive Zahl halt aus dem Gizeh-Plateau abgeleitet wurde und er quasi die Rückwärtsrechnung gemacht hat. Ich finde es halt schon erstaunlich, wie hoch die Fehler oder wie niedrig die Fehlertoleranz hier ist in diesem Fall. Hier überträgt er jetzt die Position, ne, wenn sich Merkur im Aphel befindet, dann gibt es alle 5000 Jahre diese Konstellation, dass Venus und Erde in ihren Umlaufbahnen sehr genau die Position von den Pyramiden einnehmen. Und wenn man das jetzt auf die Pyramiden überträgt, dann würde sich automatisch auch eine Sonnenposition ergeben. Das ist dann diese hier, die Hans Jelitow ausgerechnet hat. Und er ist dann natürlich auch mal an der Urlaubsreise in Ägypten gewesen und hat sich da angeguckt, was da ist. Und ja, da gibt es tatsächlich was. Was es genau ist, werde ich nicht verraten. Ihr sollt euch ja diese beiden Filme auf YouTube von Hans Jelitow angucken. Also das finde ich schon, das ist sehr charmant, wenn ich mir vorstelle, dass mit der Position der Pyramiden ein Zeitpunkt klar gemacht wurde. Ja, also alle 5000 Jahre haben wir einen Zeitpunkt, wo ja, die Sternkonstellationen eine Deckungsgleichheit haben mit der Position der Pyramiden. Das ist schon interessant. Es bezieht sich auf unser Sonnensystem, das ist halt auch nicht ganz ohne. Es hat also einen Bezug. Und auch hier, wenn man jetzt von einer flachen Erde ausgeht, bin ich mir sicher, dass man die Sternbewegung so übertragen kann, dass wir auf ein ähnliches Modell kommen, wie er hier das gemacht hat mit dem heliozentrischen Modell. Man hat ja bei den Mayas gesehen, die auch von einer flachen Erde ausgegangen sind, dass die Himmelskörper extrem genau berechnen konnten. Die haben, glaube ich, sogar die Länge eines Tages noch Hinterkommastellen präziser berechnet, als wir das heute nutzen. Ja, also man kann mit beiden Modellen zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Ich nehme mal an, dass es dann ein anderer Zeitpunkt sein wird, der dadurch ermittelt wird, aber das Prinzip kann man bestimmt auch auf eine flache Erde mit einem sich darüber bewegenden Himmel übertragen. Hier hat er das Ganze nochmal ausgerechnet, wenn man jetzt die ekliptikalen Ebenen gegeneinander neigt, dann kommt man bei einer dreidimensionalen Berechnung mit den Schwerpunkten, die er jetzt genommen hat, der Pyramiden, als Ausgangswert. Also man könnte ja die Spitze, den Schwerpunkt oder das Fundament nehmen. Er hat in dem Fall die Schwerpunkte genommen und kommt dann auf einen Zeitpunkt, 31. Mai 3088 nach Christus, wann die Planeten wieder diese Konstellation einnehmen. Ja, leider noch ein bisschen hin bis zu diesem Zeitpunkt. Was wir hier sehen, sind die Tempel auf dem Pyramidenplateau, auf dem Gizeh-Plateau, wobei der Taltempel der Cheops-Pyramide fehlt. Da ist unklar, wo der verortet werden soll. Da sind wieder Orte drüber gebaut worden und irgendwie gibt es da keine genaue Information, wie dieser Taltempel der Cheops-Pyramide ausgesehen hat. Wir sehen also, wir haben den Sphinx-Tempel hier entsprechend und darunter den Taltempel der Chephren-Pyramide und hier unten nochmal die Mykerinos-Pyramide. Das ist jetzt alles nicht so dargestellt, wie es auch platziert ist. Es geht mir nur darum, mal gegenüberzustellen, wie die Taltempel im Vergleich zu den Pyramidentempeln aussehen. Und da sehen wir ja zum Beispiel bei den Mykerinos auch eine Ähnlichkeit von einem
rechteckigen Innenhof, den wir hier sehen, zu dem rechteckigen Innenhof des Pyramidentempels, der Mykerinos-Pyramide. Dazu gibt es eine schöne These von Frank Teichmann. Der hat gesagt bzw. geschrieben, dass hier vielleicht eine Nahtoderfahrung simuliert wird. Bei den Beschreibungen von Nahtoderfahrungen ist es so, dass man halt immer durch einen langen tunnelartigen Gang fliegt und am Ende zum Licht kommt. Ja, vielleicht war das ja so, dass man erst in den Taltempel gegangen ist. Hier beispielsweise bei Mykerinos kam man halt hier rein ist dann hier entsprechend runtergegangen zu dem Gang. Und dieser Gang, der hier dann hochführte, der war halt über 100 Meter lang, glaube ich. Alles stockfinster. Dann hat man einen weiteren Raum, der etwas größer wird, der auch noch total dunkel ist. Und wenn man dann hier die Tür aufmacht, an dieser Stelle hier, dann sieht man halt die Pyramide in ihrer vollen Pracht und man kommt aus dem Dunkel ins Licht und hat vielleicht sozusagen schon mal so eine Art Impression von einer Nahtoderfahrung. Fand ich eine interessante These. Was noch auffällt, ist, dass beim Mykerinos-Tempel, wenn man reinkommt hier, man sich innen drin nach links orientieren muss, also hier den Gang runtergehen, um zu diesem Ausgang zu kommen hier, um dann in den Tunnel zu kommen, der zum Pyramidentempel führt. Und im Pyramidentempel an sich muss man sich auch wieder nach links orientieren, um dann hier durch diesen Gang und hier schließlich dann zur Pyramide zu kommen. Man hat also zweimal eine Orientierung, dass man nach links sich halten muss, während man im Schäferhin-Tal-Tempel, wenn man reinkommt, hier sich nach rechts orientieren muss, um dann sozusagen diesen Gang lang laufen zu können, der hier dann im Endeffekt zum Pyramidentempel der Schäferhin-Pyramide führt. Hier muss man dann einen kleinen Gang nach rechts abbiegen, kommt dann hier nach links in die nächste Halle, die übrigens vom Grundriss her ist es ja auch so T-ähnlich angemutet, in zwei Segmenten unterteilt. Also wir haben hier einmal das Segment des Vorraumes und dann die nächste Säulenhalle hier und unterbrochen in dem Fall, was aber hier so von der Grundform her ähnlich aussieht wie dieses T, von der, T, diese T-Form, die man hier im Taltempel sieht. Also man hat schon irgendeine Art Übertragung von Taltempel oder Gemeinsamkeit zwischen Taltempel und Pyramidentempel. Und hier ist es dann halt auch so, wenn man dann halt sich hier rechts orientiert im Pyramidentempel der Chephren-Pyramide, kommt man halt hier schließlich dann zum Ausgang und steht dann halt vor der Pyramide. Wie das halt beim Taltempel der Cheops-Pyramide ausgesehen hat, weiß ich nicht. Hier ist es halt so, wenn man in den Innenhof kommt, dann muss man sich rechts orientieren, um dann hier durch den kleinen Gang zur Pyramide zu gelangen. Was noch auffällt, ist, dass der Pyramidentempel der Chephren-Pyramide viel aufwendiger gestaltet ist als die anderen beiden Tempel. Und vielleicht ist ja auch die Chephren-Pyramide die eigentlich wichtige Pyramide, auch wenn sie nicht die größte ist, sondern nur so scheint, als wäre sie die größte. Ich finde es auf jeden Fall seltsam, dass innerhalb der Chephren-Pyramide ja nur dieser eine Gang und der eine Raum sein soll, wohingegen ja die Cheops-Pyramide diverse Gänge, Kammern und ja, Skurrilitäten aufweist, die, ja, wo ich mich schon frage, baut man eine ganze Pyramide aus Stein, ohne eine Kammer da drin zu verankern? Also beziehungsweise diese eine Kammer, die da drin ist, die ist ja auf Bodenniveau. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Chephren-Pyramide vielleicht viel wichtiger ist als die anderen beiden, weil sie halt den größten, aufwendigsten Pyramidentempel hat. Und dazu halt auch eine Doppeltempelanlage von dem Taltempel und dem Sphinx-Tempel zu ihren Füßen sozusagen. Wir kommen nun zum Taltempel der Chephren-Pyramide. Das ist der hier, den ihr hier seht. In dem Grundriss sehr schön zu sehen. Darüber war noch ein Tempel, von dem eigentlich fast gar nichts mehr erhalten ist, nur noch ein paar Säulen. Was ich bei dem hier auch interessant finde, vom Grundriss her, das sieht aus wie so ein Pac-Man-Level. Es fällt auf, dass hier ein Eingang ist und hier oben ist ein Eingang. Also man kommt hier rein oder oben, ist eigentlich egal, geht dann da rum und kann bei dem anderen Eingang oder Ausgang wieder rausgehen. Es gibt also keine Verbindung zur Sphinx hin oder zu den Pyramiden und auch keine Verbindung zwischen diesen beiden Tempeln. Was wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken werden, ist dieser Tempel hier.
Vorher noch der Hinweis, dieses Bild von der Sphinx und dem Tempel ist sozusagen von hier oben gesehen. Ja, und hier nochmal auch zur Verdeutlichung, wieder die beiden Tempel, wie die mal ausgesehen haben können. Und was halt da auffällt, ist, dass das völlig so schmucklose, fensterlose Kästen waren, die halt ja eigentlich auch eher wie Funktionsgebäude aussehen, als wie irgendwie, ja, ich weiß nicht, Tempel halt. So, das ist, ne, man hat halt hier eine schmucklose Wand und hier sind die beiden Eingänge, genauso hier, einfach nur, ja. Brachial verkleidet, ja, vielleicht noch ein Sims obendran und das war's. Und im Grunde genommen haben die dann das Sichtfeld auf den Sphinx total beeinträchtigt. Und ja, also von außen recht schmucklose Kästen mit ultra dicken Wänden und ja, von innen wahrscheinlich dann doch recht hübsch anzusehen. Aber ja, eine andere Art von Architektur als so diese Pylone, die wir so kennengelernt haben auf unserer Reise bisher. Der ist jetzt mal gedreht, der Taltempel der Chephren-Pyramide. Ja, was auffällt, ist wieder diese Grundform, die wieder ein auf dem Kopf stehendes T erinnert, oder so ein Tau. Hier diese drei Nebenräume. Dazu hat Axel Klitzke auch sehr gute Sachen vorgetragen, finde ich. Über die Zahlenmystik und auch Sachen, die ich jetzt gleich noch weiter referieren werde, über die Bauweise dieses Tempels. Wir sehen nämlich hier das Dunkelschraffierte, das ist alles Granit, also es gab eine Innengranitverkleidung und das etwas heller Schraffierte hier, das Volumen ist mit Kalkstein. gebaut worden. So. Wir gucken jetzt auf diese schräge untere Ecke hier. Na? Das will ich also an der Stelle hier. Das ist diese Ecke, auf die wir hier blicken. Hier ist ein Eingang und hier ist ein Eingang. Erstmal vorneweg, was ich interessant finde, hier ist der Kopf der Sphinx. Und wenn der Tempel, also als beide Tempel fertig waren, hat man die Sphinx gar nicht so richtig gesehen. Also die kam gar nicht zur Geltung, weil direkt davor halt der andere Tempel war. Ich habe immer gedacht, das wäre irgendwas gewesen, was halt das ganze Volk auf Entfernung schon sehen konnte, weil es so beeindruckend ist. Aber es war eher versteckt und ja, nur für die Priester anscheinend zugänglich. Wir sehen hier wieder die Verkleidung von Granit und hier die Steine, die Kalksteine, mit denen das Volumen hergestellt wurde. Hier nochmal auch größenvergleichsmäßig, ne, diese Steine sind gigantisch, wie auch schon in anderen Tempeln zu sehen. Ja, und wenn ich mir hier vorstelle, dass diese Steine hier gegossen sein sollen, diese Riesenteile, dann frage ich mich auch, wie hat denn da die Negativform ausgesehen? Also hier sind so Ausspülungen, vielleicht kamen die erst später, aber ich glaube, dass die schon recht rau waren. Auch hier dieser Versatz, der, ich glaube, der ist so gesetzt worden und die Verschalung hat man dann entsprechend daran angepasst. Also, dass diese Steine gegossen sind, halte ich für schwierig. Von der Theorie her, dass man die Verschalung aus Granit, die man daran angepasst hat, gegossen hat, das halte ich dann schon eher für ein bisschen wahrscheinlicher. Aber hätte man das hier in einem Guss hergestellt, wären die Wände glatt und die würden nicht so unregelmäßig, auch hier dieser Vorsprung, würde alles nicht existieren. Das sehen wir nachher auch nochmal in dem Vortrag, wenn ich zu dem Davidowitz komme, wie er das gemacht hat mit seinem Geopolymer-Institut, wie die den Versuch da gemacht haben, da sieht man, dass die Oberflächen auch sehr glatt sind. Ja, hier die Verkleidungssteine, die halt unten angeschrägt waren, dann ein Stück senkrecht gehen und ich nehme an, oben dann so verkleidet waren. Ich habe hier mal so einen einen Aufriss erstellt, wie ich mir vorstelle, dass die Seitenverkleidung von diesen Granitelementen ausgesehen hat. Und was hier halt auffällt, ist die Bearbeitung dieser Kurven, die absolut parallel sind auf der gesamten Länge des Steines. Auch das ist für mich ein Indiz für Hochtechnologie. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man irgendwie mit einem Meißel oder mit einem, na, die haben also Steine gehabt, die so handgroß waren, dass man damit irgendwas in dieser Art hinbekommen könnte. Ja, eingefärbt ist halt hier nochmal in Orange das Segment, was wir hier gerade sehen. Ich hatte ja am Anfang das Bild mit dieser Urne gezeigt aus dem Schwedengranit
Und die wurde ja mit Hand erstellt und hatte auch eine perfekte Rundung auf allen, also auf der gesamten auf Wölbung. Also das habe ich dem Steinmetz hier auch gezeigt und der sagte, mit den entsprechenden Werkzeugen sei es per Hand möglich, wenn man eine entsprechende Schablone hat, das so perfekt parallel hinzubekommen. Man braucht halt handwerkliche Fähigkeiten und entsprechendes Werkzeug. Die handwerklichen Fähigkeiten, die traue ich den Menschen durchaus zu, die das erzeugt haben. Aber die Ägyptologen postulieren ja, dass man das mit primitiven Werkzeugen gemacht hat. Und das geht auf keinen Fall. Aber bis vor kurzem habe ich halt noch gedacht, so eine Parallelität könnte man nur mit Hightech-Maschinen hinbekommen. Das scheint aber doch auch mit der Hand und hohen Fähigkeiten möglich zu sein. Hier habe ich jetzt nochmal ergänzt, wie die Rückseiten von den Verschalungsblöcken aussahen, nämlich komplett unregelmäßig, weil die waren ja der unregelmäßigen Wand dahinter, die aus Kalkstein oder aus welchem Material auch immer gefertigt wurde, angepasst. Ja, das zeigt nochmal, wie komplex so ein Teil eigentlich war. Ja, jetzt gehen wir in den Tempel rein. Wir sind also jetzt hier an diesem Eingang, beziehungsweise hier, da wo der Punkt ist. Und sehen hier auch schon, die Verkleidungsblöcke haben auch schon eine ordentliche Größe. Und so sieht es dann von innen aus. Auch hier wieder eckige Säulen. Es erinnert ans Osirion mit den eckigen Säulen. Auch hier keine Hieroglyphen, ganz wichtig. Ich denke, dass dieser Tempel niemals von alten Ägyptern betreten wurde. Weil wenn sie den betreten hätten, hätten sie ihn auch mit Hieroglyphen übersät. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das alles komplett versandet war und ja, die davon keine Kenntnis hatten. Was noch auffällt, sieht man hier ganz schön, wie weit es hier noch nach oben geht. Ja, der Bereich hier oben, das ist Kalkstein. Und das war mit Sicherheit früher auch mal verkleidet. Und entweder war der Raum entsprechend höher, was ich nicht glaube, sondern ich denke eher, dass hier eine Decke eingezogen war und darüber eine zweite Etage, oder die haben eine 3 Meter hohe Decke da drauf gehabt. Wäre auch nicht unvorstellbar in diesen Dimensionen, die wir bisher so gesehen haben. Die Aussparungen, die man hier sieht, das sind Aussparungen, in denen früher Statuen standen von verschiedenen Göttern. Ja, wir sehen halt auch mal schön die Dimensionierung. Und hier ist halt interessant, wie hier wieder die Steine um die Ecke gebaut wurden. Hier diese Ecke, also der maximalste Aufwand, den man treiben kann, um sowas herzustellen. Gleichzeitig auch wahrscheinlich das stabilste. Wahrscheinlich gibt es keine Bautechnik, die stabiler ist, als das, was wir hier sehen. Wenn man hier nochmal die Gussthese in Betracht zieht, dann erscheint mir das doch durchaus realistisch zu sein, dass man gerade so eine kleine Ecke, die ja ein irrsinniger Aufwand wäre, wenn man hier einen Block hätte, wo man das über die gesamte Länge hier rausmeißeln würde, dass man dafür eine Verschalungsform gebaut hat und die dann ausgegossen hat. Das sind auch natürlich jetzt nicht so super viele Steine in der Verschalung von, also das ist ja wieder der Granit, der den Kalkstein verschalt hat. Da scheint es für mich mit der Gussthese schon plausibler zu sein. Aber auch da gibt es wieder Argumente, die gegen diese Gussthese sprechen. Dazu kommen wir dann später noch. Ja, hier auch nochmal, ne? Da sind tonnenschwere Blöcke mit so einer Ecke hier, der andere Stein perfekt eingepasst. Und hier sehen wir die Fuge von 2 Granitverkleidungssteinen, die hier an der Stelle dünner ist als der Strich. Also nicht als 1 Millimeter, sondern nur der Strich, der hier sozusagen von einem Millimeter zum anderen geht. Hans Jelito spricht genauso wie Gernot Geise davon, dass es schwer danach aussieht, als wenn Steinstrukturen über die Fugen drüber gehen. Also hier sieht es ja schon fast so aus, als wäre das wirklich ein Stein, der mit so einer Art Superpapier durchgeschnitten wurde. Weil es ist eigentlich materialverlustfrei geschnitten worden. Und dann hat man die Steine wieder exakt so aufeinander gefügt.
Wie man das mechanisch herstellen soll, ist mir ehrlich gesagt ein totales Rätsel. Und warum? Also warum zerschneide ich einen Stein und setze ihn exakt so wieder drauf? Ist es ein Zufall? Glaube ich eher nicht, weil es soll laut Gernot Geiser an verschiedenen Stellen zu sehen sein. Ja, und jetzt auch da wieder die Überlegung vielleicht, wenn es um mentale Kräfte geht, konnte man vielleicht mit seinem Blick den Stein so schneiden und dann dematerialisiert man den und rematerialisiert ihn an der Stelle, wo man ihn hinhaben will. Und das macht man natürlich auch mit den Steinen drumherum. Und so kommt es zustande, dass die, wie sie quasi natürlich gewachsen sind, auch wieder zusammengesetzt wurden. Das ist auf jeden Fall auch da wieder, es wäre nicht so schwer, das wirklich zu verifizieren, indem man einen Bohrer nimmt, über eine Fuge eine Kernbohrung macht und dann die Kristalle ganz genau analysiert. Das ist heute alles technisch möglich, aber es wird natürlich nicht gemacht, weil höchstwahrscheinlich die Gefahr besteht, dass man erkennt, dass es wirklich so war und dann kann keiner mehr was erzählen von irgendwelchen Kupfermeißeln. Wenn es wirklich stimmt, dass hier strukturübergreifende Adern gefunden wurden, also nicht Struktur, sondern fugenübergreifende Adern gefunden wurden, von einem Stein zum anderen, so wie das hier ja zum Beispiel aussieht. Ne? Oder ja, also auch hier, das ist ja alles schon sehr nah beieinander. Dann wäre das, wenn das wirklich stimmt, ein Beleg dafür, dass es nicht gegossen worden sein kann. Weil dann muss es aus einem gewachsenen Stein geschnitten worden sein, verlustfrei und perfekt wieder aufeinandergesetzt worden sein. Weil ansonsten wäre es ein reiner Zufall, dass eine Struktur von dem unteren Block über die Fuge in den oberen Block läuft. Wenn man das also aus einer Art Beton gießt, dann dürfte sowas nicht passieren. Also ja, leider hat man es ja nicht verifizieren können oder hat man es bisher nicht verifiziert. Wenn das aber mal verifiziert werden wird, dann ist es ein Beleg dafür, dass das kein Guss sein kann.